Aloha, ich grüße euch. Lockdown Tag 4. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gesund. Wir blättern heute mal ein paar Lux Paper Blöcke durch. Hier habe ich 4 alte Schätzchen und hier einen ganzen Stapel mit ja, neuen, aber auch älteren. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also ich mache jetzt kein 3-Stunden-Video, da schlaft ihr alle ein. Wir legen jetzt mal los. Früher. Im Gipskrieg in den Ardennen. Nein, früher waren die so aufgeteilt. Jetzt haben die ja unten diese Löcher, wo man dann immer gucken kann, was noch drin ist. Und früher waren die halt so. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber so lange jetzt auch nicht. Aber halt, naja, bevor es jetzt die anderen gab. So, das ist der hier, wie gesagt, ist... Die gibt es nicht mehr. Ne? Vielleicht habt ihr Glück in der Flohmarktgruppe oder so. Aber die gibt es so nicht mehr zu kaufen. So, ich hoffe, ihr könnt genug sehen. Und einfach mal, was Action schon alles so Schönes rausgebracht hat mit wirklich tollen Sachen. Und ich glaube, ich habe auch noch einen ganzen Stapel von diesen alten Cutting-Dye-Blöcken. Die können wir auch mal durchgehen. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr dazu Lust habt. So. Ja, hier, das sind alles Ausstandsteile, die man rausdrücken muss. Oder kann. Ne? So war der Block halt aufgebaut. Dann kam Vellumpapier. Auch mit sehr schönen Sprüchen. Ich mache gerade ein weißes Blatt Papier dazwischen. Dann kann man auch ein bisschen mehr lesen. Hm? So, und nochmal ein Blatt mit Vellumpapier. Und dann haben wir Papier einseitig bedruckt. Das ist auch sehr schön. Die sind alle schön. Das ist auch schön. Aber das ist ja auch immer Geschmackssache. Ne? Das ist auch schön. Ich glaube, ich mache es mal so rum, dann kann ich besser blättern. So. Ich kann auch witzige Sachen rausmachen. Und fertig ist das Papier. Dann haben wir Sticker. Ja, ein Bogen Sticker. Kann aber auch sein, es waren 2 Bögen drin. Ich weiß es nicht, ob ich davon schon was genutzt habe. Aber in der Regel hatte ich die doppelt und einer ist angefangen und der andere halt zum Streicheln. Nein, ich werde sie nehmen. Habe ich mir geschworen. So, dann machen wir den nächsten. Das ist dieser hier. Da haben wir auch wieder ganz viele Ausstandsteile. So, und so habe ich ja, 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen sozusagen. Ich sehe nochmal, was ich alles habe. Auch für meine Memory Decks Karten und für mein Bullet Journal für 2021. Angefangen habe ich schon, aber ich bin noch nicht so weit gekommen. Also Asche über mein Haupt. Nicht so, ja, wie ich es eigentlich vorhatte. Und wenn ihr Lust habt, können wir auch mal die ganzen Embossing-Sticker durchgehen. Da habe ich auch noch eine ganze Menge von. So, dann haben wir hier wieder Vellum. Da lege ich euch mal das Blatt drunter. Also Action hat immer schöne Sachen irgendwie. Ne? Also das ist Hammer. Ich finde es total cool. Ja, und Action hat ja jetzt quasi auch so Click und Collect, ne? Quasi online schon, nicht Online-Shop, falsch ausgedrückt. Wirklich Click und Collect, online auswählen, in der Filiale abholen, an
bei teilnehmenden Filialen, aber ein beschränktes Warenangebot. Also man kann nicht sagen, oh, ich hole mir jetzt die ganzen Bastelsachen da. Aber ich denke, das ist ein Anfang. Vielleicht kommt es ja irgendwann. Ne? Das wäre natürlich total toll. Vor allem dann auch für die, die gar keine Action haben. Okay, Click und Collect ist natürlich schlecht, aber vielleicht kommt ja irgendwann der Online-Shop. So, ne, hier ist auch nur ein Sticker-Sheet drin, dann war es das wohl. So, ich glaube, der Hund will an die Wurst, danke. So, und dann haben wir den hier. Oh, das war einer meiner Lieblingsblöcke. Auch mit dem Reh und mit der wunderschön. Guckt euch diese Ausstandsteile an. Hammer. Also mega niedlich. Und wenn man so mal guckt, das kam ja immer mal wieder vor, diese Motive. Ne? Sehr, sehr schön. Peter Waschbär. Ganz, ganz tolle Ausstandsteile. Sehr schön. Ja, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr so macht, ob ihr auch im Homeoffice seid, ob ihr schon Urlaub habt oder, wie ihr euch die Zeit vertreibt. So, ab heute sind ja Ferien, auf jeden Fall in NRW. So, haben wir wieder das Vellum, auch ganz tolle Sachen. Ich bin seit heute im Homeoffice, aber keine Angst. Also ich habe, da ist keine Angst, aber für diejenigen, die motzen wollen, ich habe schon Feierabend. Es ist mittlerweile, ich weiß gar nicht wie viel Uhr, aber schon später. Ich habe freitags um 12 Uhr Feierabend und von daher, wir haben bestimmt schon 4 oder 4:30. Also eigentlich haben wir ja Samstag, also ich drehe vor, ne? Damit, wenn ich mal in Bredouille gerate, ich euch trotzdem was hochladen kann, weil das ist mein Ziel. Wie gesagt, ob es immer klappen wird, weiß ich nicht. Das ist auch sehr schön, dieser Farbverlauf. So. Und dann wieder ein Sticker-Sheet. So, dann haben wir den hier mit dem Eulchen. Das ist ja auch, ne? Also, ja, das ist so, je nachdem, wo man es verwendet. Aber ich finde das Einhorn niedlich. Ich finde den Waschbär niedlich. Man muss gucken. Ne? Aber es ist ja auch, wie gesagt, alles eine Geschmackssache. Lama. Das Schaf. Sehr schön. Der Marienkäfer. Echt total. Oh, da habe ich Lust, gleich richtig loszulegen. Auch niedlich. So, dann kommen wieder die Vellumblätter. Dann lege ich mal das Weiße. Blatt dazwischen. Und dann kommt das Papier. Ja, das gefällt mir jetzt nicht so. Das ist wieder toll. Ist auch okay. Ja, und Lama geht immer, ne? Ist auch okay. Und dann zum Schluss ein Sticker-Sheet. So, davon habe ich noch 4 Blöcke, die ich auf jeden Fall jetzt ad hoc hier zusammen hatte. Kann sein, dass irgendwo in den Tiefen noch irgendwas anderes ist, dass ich da noch mehr von habe. Ich glaube aber nicht. Vielleicht gab es auch gar nicht mehr. Ich weiß nicht. So, dann machen wir mal weiter mit dem hier. Ich glaube, der ist von letztem Jahr. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht weiß das einer von euch. Und das war jetzt hier mit den Löchern. Ne? Hier haben wir wieder das Vellum. Ja, schöne Sprüche. Dann haben wir jetzt ein Sticker-Sheet. Und dann kommt das Papier.
Ich finde auch manchmal, wenn man, das ist auch sehr, sehr schön, wenn man es so vor sich hat, dann denkt man, ja, okay, geht so. Und wenn man dann irgendwo ein Haul guckt und einer zeigt das, ne, boah, sieht ja doch toll aus, ne? Also, so geht es mir manchmal. Ne? Wo ich dann manchmal denke, ach, na, geht so. Und dann im Film sieht es anders aus und man dann, oh, und dann kriegt man voll die Ideen, was man damit machen kann. Finde die sehr, sehr schön. Einhörner. Oh. Und noch mal Einhörner. Und dann haben wir hier noch mal Ausstandsteile. Ist auch sehr schön. Ja, also total einhornlastig. Sehr schön, alles schön hier. Alles schön, wunderschön. So, oh, und hinten ist noch mal ein Vellum. So, und ich glaube, der hier war ja recht neu. Der auch, den habe ich doppelt hier und der auch. Deswegen lassen wir die jetzt mal aus. Jetzt schauen wir mal, was vielleicht. Der ist auch recht neu mit dem Aloha und ich glaube, der auch. Der war von Let. Die beiden können wir mal anschauen. Der ist, glaube ich, von letztem Jahr. Und das ist, ich glaube, der ist auch alt. Und dann habe ich hier noch Weihnachtsblöcke. Ich gucke aber mal, ob wir die jetzt alle durchgucken oder ob es doch zu lang wird. Weiß, zu lang wird es ja nicht. Aber vielleicht kriege ich dann wieder Probleme mit dem Hochladen. Ne? So, das ist der hier mit dem Hasen drauf. Dann haben wir hier Ausstandsteile, wo ich mir schon, ich glaube, das war der Fuchs und hier was geklaut habe. Und hier haben wir das Vellum, dann das Sticker Sheet und dann kommt Papier. Das ist ja auch niedlich, ne? Mit dem Ballon, mit dem Hasen drin. Und ist auch schön. Das ist auch niedlich. Holzoptik, Blätter. Das ist hübsch mit den Pilzen. So, und dann haben wir wieder Ausstandsteile. Mit sehr hübschen Ausstandsteilen, wie ich finde. Die Schnecke. Ja, ich warte noch auf Ideen von euch. Ich habe gedacht, vielleicht machen wir auch mal eine Kurbelsession, also dass ich ein paar Sachen ausstanze. Dann sehe ich nämlich auch noch mal, was ich alles an Stanzen habe. Ja, wenn man da mal so wühlt und guckt. Was haltet ihr davon? Schreibt mir mal. Doch mal in die Kommentare, ob das auch genehm ist, weil ich weiß nicht, wie lange ich Ideen habe, die euch auch gefallen. So, dann haben wir den hier. Ausstandsteile. Vellum. Dann das Sticker Sheet und Papier. Sehr hübsches Papier, wie ich finde. Und das ist auch toll. Das auch, da kriegt man, puh, wird einem schwindelig, wenn man so oft drauf guckt. Das natürlich zuckersüß. Die Wölkchen.
dann, ich glaube, das soll Glitzer darstellen. Auf den ersten Blick sieht es irgendwie aus wie Kork. Ah, ja. Also, es glitzert nicht, es ist wahrscheinlich nur fotografiert oder ich weiß nicht. Komisches Muster. Jo. Das ist auch sehr schön. So, dann haben wir wieder Ausstandsteile. Auch sehr, sehr schöne, wie ich finde. Ach, da kann ich Bullet Journals mit bestücken und Memory Decks Karten bis zum keine Ahnung. So, und zum Schluss kommt noch mal ein Blatt Vellumpapier. So, dann machen wir weiter mit dem hier. Moment. So, dann haben wir den hier. Da haben wir die Ausstandsteile. Dann hier wieder das Vellum. Auch sehr schön. Der war halt sehr oder ist sehr maritim. Hier dann das Papier mit dem Anker. Das ist auch sehr schön. Das hatten wir doch eben schon mal in dem Block, aber ich glaube so rum. Ne? Dann hier Wasser. Muscheln. Dann hier auch wieder Anker, Steuerräder. Sand. Ja, und dann kommen Ausstandsteile. Also gefällt mir auch sehr gut, obwohl ich gar nicht so auf maritim stehe, aber da gefallen mir doch das ein oder andere gefällt mir recht gut. Sehr schön. So, und dann nochmal Vellum. Sehr schön. So, dann haben wir den hier. Ich weiß nicht mehr, wann. Letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ihr könnt mir ja mal reinschreiben, ob ihr wisst, wann es die gab. So, Vellumpapier. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht im Hintergrund den Thermomix so laut laufen. Ich musste nämlich gerade mal die Kartoffeln anstellen. Es gibt nämlich gleich Kartoffelpüree, Mettwürstchen und Sauerkraut. Und die Mettwürstchen sind im Ofen, Sauerkraut am Herd und die Kartoffeln, also fürs Kartoffelpüree, im Thermomix. Das geht damit nämlich ratzifatzi. Und ohne Es und Sonstiges, ne? Also kein Pü aus der Tüte. So, dann haben wir hier die Ausstandsteile. Da habe ich auch schon welche von verwendet. Obwohl ich meine, den hätte ich zweimal. Aber kann sein, dass der einmal schon leer ist. Sehr schön. Ach, hier ist der Eiswagen. Ne? Hier habe ich welche davon. Sehr schön für einen Urlaub, wenn man irgendwie, ne, oder für Sommerseiten zu gestalten oder halt ein Album, wer Alben macht. So, das war der. Dann machen wir den hier. Ich meine, der wäre letztes Jahr gewesen. Aber ich, wie gesagt, keine Ahnung, ich übernehme keine Gewähr. So, hier haben wir die Vellum-Seite. Die Stickerseite, dann haben wir das Papier,
Ja, sehr schön. Wie gesagt, ich bin ja gerade überwältigt und mir sprudeln schon die Ideen, wofür ich das alles brauche. Obwohl, ob ich mir das alles merken kann. Auf jeden Fall muss ich die mal in der Nähe des Schreibtischs lassen. Obwohl, sind sie ja, so groß ist ja mein Zimmer nicht. Ja, mal Widerstandsteile. Weil ich muss ja mein Bullet Journal noch gestalten. Und das ein oder andere hüpft mir da gerade so im Kopf rum. Oh. Ja, sehr schön. Da hatte ich auch schon was raus. Da ist der Stuhl. Aber dann doch nicht genutzt. Na, hier war er. Und dann zu guter Letzt wieder das Vellum. Ach so, die Lux Paper Blöcke sind doch echt immer eine wahre Wucht, oder? Also ich freue mich immer, wenn es neue gibt und oh, toll. So, hier Ausstandsteile, da fehlen auch schon welche hier oben. Dann haben wir das Vellum. Dann das Papier, das ist ja auch sehr schön. Katzenköpfe. So. Ja, das gefällt mir nicht so gut. Das ist okay. So. Standsteile. Die Katze ist ja süß. Und so langsam kommt der Duft der Mettwürstchen hier rüber. Wir machen das immer so, wir schneiden die Mettwürstchen in Scheiben, dann kommen die in den Ofen, dass die richtig schön knusprig sind. Ja, und dann halt selbstgemachtes Kartoffelpüree und Sauerkraut dazu. Und das riecht schon. So. Sehr, sehr schön. Ja, wann blättert man schon mal seine Lux Paper Blöcke durch, ne? Seltenst. Das ist ja wohl auch cool. Sehr schön. Und zum Schluss noch einmal Vellum. So, dann den hier noch. Ich weiß nicht, wann es die gab. Aber ich wiederhole mich, ne? Gehen. So, Standsteile. Vellum. Da lege ich euch wieder das Papier drunter. Ja, und wie gesagt, über ein paar Ideen würde ich mich freuen, was ihr noch so sehen wollt. Es war ja, ja, ich soll die Tiere mal filmen, aber das ist natürlich schwer. Also außer, dass die da liegen. Emma liegt hier zum Beispiel ja, auf meinem Schreibtisch. Ich kann ja gleich mal einen Schwenk machen. Alle anderen haben sich gerade mal verpieselt. Ja, also mein Mann hat die Wurst geschnitten. Die waren eher so um meinen Mann rum. Und da jetzt irgendwie ein richtiges Video zu drehen, schwierig. Ne? Also die kommen ja schon von alleine, wenn die auf den Tisch hopsen, außer halt Lucy. Ne? Ansonsten, die Katzen kommen ja, wie sie möchten und Emma ist eigentlich immer bei mir. Aber ich schwenke gleich mal einmal rum. Dann könnt ihr sehen, die hat die Äuglein zu, die pennt gerade. Aber wir waren auch schon spazieren eben. So, sehr schöne Standsteile. Und dann nochmal Vellum. Sehr schön. So, jetzt habe ich hier die Weihnachtsblöcke. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, die auseinanderzuhalten. Was war neu? Was war alt? Ich glaube, der war neu, ne? Der. Ich kann es euch nicht sagen. Weiß es nicht mehr. Den habe ich auf jeden Fall hier doppelt. Ja, gehen wir so durch. Was soll der Geiz? Huh? Aber ich meine, der wäre von diesem Jahr gewesen, oder? Ne, mit dem Mops. Ich weiß es nicht.
So, Vellum. Ich glaube, das sieht man aber jetzt hier ganz gut. Dann Glitzerpapier. Also so gefällt mir das ja gar nicht. Wenn ich jetzt in die Kamera aufs Bild gucke, denke ich, boah, cool für eine Weihnachtskarte. Ich meine, ist ja auch ein Weihnachtsblock, ne? Oh, the brain. Nein, aber wo ich so, wenn ich das dann so sehe, wo ich denke, ach doch, ne? Oder Akzente damit setzen. Das ist auch sehr schön. So, da fällt mir, habe ich gerade so eine Idee, wir könnten ja meine anderen Blöcke mal durchgehen, aber die kann ich ja nicht alle zeigen. Vielleicht sollte ich mal ein Live machen und ihr könnt da kommentieren, dass ich die durchgehe, euch zeige und ihr dann sagt, den will ich sehen, den will ich sehen. Aber traue ich mich live? Wollte ich eigentlich nicht machen. Jetzt gerade so spontan Idee und ich lasse euch an meinen Überlegungen teilhaben. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Lust drauf habt. Aber ich stelle es mir natürlich auch schwierig vor. Ne? Also Multitasking, hier gucken, da gucken, gucken, was ihr schreibt. Uiuiui. So, dann haben wir den. Auch schon was rausgenommen. Vellum, hier, das könnt ihr aber auch so sehen. Ne? Dann hier dieses wunderschöne dunkelrote Ziegelpapier und Gold. Eine ganz, ganz dunkel eine Tanne mit Azeln. So. Das ist sehr schön. Also einfach popeliges, gestreiftes Papier, ne? Aber schön. So, dann haben wir hier wieder Ausstandsteile. Fehlt auch schon was. Hier auch. Aber es ist ja nicht schlimm. Da auch. Da fehlt auch was. Und dann haben wir das Vellum. Ja, vielleicht inspiriere ich ja den einen oder anderen auch noch mal zu kramen in seinen Lux Paper Blöcken. So. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich bin völlig daneben, welcher jetzt neu ist. Da habe ich jetzt keine Ahnung. Aber es ist ja auch nicht schlimm, ne? Es geht ja einfach, dass ich euch was zeige. Den einen oder anderen ja, inspiriere zum Basteln oder der denkt, ach ja, habe ich ja auch noch, muss ich mal in den Tiefen meines Zimmers, meines Schrankes, meines Schreibtisches oder whatever mal suchen. Ja, ein Sternchen ist auch schön. Das ist auch schön, wie so ein Letterboard. Ne? Da fällt mir ein, da habe ich ja die tolle Stanze vom Hobbyshop Willems mit dem, dass ich wie ein Letterboard das stanzen kann und dann die Buchstaben dazu. Total cool. Im Übrigen hat Hobbyshop Willems mir geschrieben und sich bedankt. Es waren einige von euch da aus dem Raum Aachen. Ja, freut mich natürlich. Ich werde auch nach dem Lockdown nochmal zu Hobbyshop Willems fahren und natürlich auch wieder ein Video drehen. Ne? Also man ist erstmal überfordert, aber wenn man was möchte, wenn man denkt, ah, ich will das und das und das, die sucht einem das raus und ansonsten kann man stöbern, wirklich sich die Kisten runternehmen, sich hinsetzen, man bekommt einen Kaffee und kann wirklich in Ruhe stöbern. Also es ist nicht so rein raus, okay, wenn man weiß, was man möchte, schon, aber ansonsten, hier habe ich das schon rausgetrennt, ansonsten ist das wirklich ja, mal sich da fallen lassen, sich einfach drauf einzulassen, ne? Und die haben so eine Wahnsinnsauswahl. Das ist echt der Hammer. So, und dann nochmal Vellum.
Ja, und ist der neu oder vom letzten Jahr? Ich weiß es nicht. Hier haben wir das. Vellum. Ich halte es mal ein bisschen hoch. Das wunderschöne Papier, dann wieder Silber, Glitzer. Das erinnert mich irgendwie an Ikea. So. Dann kommen jetzt hier die Ausstandsteile. Oh, Emmy streckt sich gerade. Schön. Also ihr seht, ich habe auf jeden Fall Vorrat genug. Ich könnte auf jeden Fall nächstes Jahr im Sommer anfangen, für Weihnachten zu basteln. So, dann haben wir den hier. Ups. So, Vellum könnt ihr nicht so gut sehen. Ich mache mal ein weißes Blatt drunter. Sehr schön. Auch wieder Glitzer. Und oh, ich meine, das würde total noch mehr glitzern wie eben das. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob von diesem Jahr. Ich versuche jetzt gerade mich zu erinnern, aber ich habe den Kopf so voll mit vielen anderen Sachen. Geht nicht. Es ist ja im Endeffekt auch egal. Action dazu, kann man eh im Moment nichts kaufen. Sehr schön, die Ausstandsteile. Und zum Schluss wieder das Vellum. So, jetzt haben wir noch zwei Stück. Also der hier ist auf jeden Fall von diesem Jahr. Oder? Doch, ich glaube schon. Ich meine schon. Ich weiß, hier mit den wunderschönen Vellum-Sachen. Wo habe ich denn? Ich hatte eben nämlich auch noch ein Vellum-Papier, was ich irgendwo rausgerissen hatte. Ja, ist egal. Das ist auch wunderschönes Papier mit dem, was ich da das so erkennen könnt. Sehr, sehr schön. Dann Goldglitzer. Ja, das Papier. Oh, das duftet hier. Und dann haben wir die Ausstandsteile. Da habe ich auch schon eins von genutzt. Und noch eins genutzt. Ich glaube, das war das letzte. Und dann haben wir hier zum Schluss nochmal das Vellum. So, und jetzt machen wir noch einen Weihnachtsblock. Und dann würde ich sagen, reicht das mit den Lux Paper Blöcken. Ja, wie gesagt, weiß ich auch nicht, ob von diesem Jahr oder letztem Jahr. Ich glaube, dieses Jahr, oder? Ich weiß es nicht. So. Haben wir hier das Papier. Glitzer. Die Birkenstämme. Ja, ich glaube, der ist von diesem Jahr. Die Hirsche. Das ist auch wunderschön. Aber die Frage ist, wenn man es nicht ganz nutzt, also wenn es nicht irgendwie als Bild oder so nimmt, ob es dann zur Geltung kommt, ne? Wenn es auseinandergeschnitten ist. Genauso wie dieses.
Könnte man schön als Hintergrund irgendwo für nehmen, aber halt komplett. So, dann kommen die Ausstandsteile. Und der hier sah gerade von oben aus wie ein springendes Schwein. Aber ist ein Hund, Entschuldigung. So, und die Eichhörnchen, niedlich, alles niedlich. So. Sehr, sehr hübsch. So, und zum Schluss das Vellum. Ja, ihr Lieben, das war eine Auswahl von den Lux Paper Blöcken, die ich mir ja mit der Zeit so besorgt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, da einfach mal ja, zu gucken, auch wenn es die halt nicht mehr gibt, außer vielleicht die Weihnachtsblöcke, die wird es wahrscheinlich noch geben, wenn Action wieder auf hat. Also von diesem Jahr die Weihnachtssachen. Aber ansonsten, denkt dran, es kommen immer neue raus, gibt immer wieder Lux Paper Blöcke. Und ich finde, die lohnen sich immer. Ich mag die total gerne und das hat mir auch Spaß gemacht, nochmal zu gucken. Ich werde mir die anderen wahrscheinlich auch noch angucken. So, und jetzt zeige ich euch noch Emma. Jetzt guckt sie natürlich, ja, ich gucke mal, wie ich euch irgendwie zeige. Ich muss ja das Licht mitnehmen. Schauen wir jetzt mal. So, ich habe euch jetzt in der Hand. Ich hoffe, es wackelt nicht so sehr. Da ist Emmy auf ihrem Kindersessel. Ja, die pennt da. Ja, so ist Emma halt immer dabei. Die Hauptsache, sie ist hier bei mir. Finde ich auch total schön. Mein Seelenhündchen. Oh. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Lockdown Tag 4. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch alles sehen möchtet. Oder schreibt mir eine E-Mail oder in meiner Facebook-Gruppe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten einen Daumen nach unten. Abonniert meinen Kanal. Drückt die Glocke, verpasst ihr kein Video mehr. Würde ich mich ganz, ganz doll freuen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ablenken und ihr hattet ein bisschen Freude dran. Wir sehen uns morgen. Tschüss!